Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda 2, The Adventure of Link. Wie versprochen sind wir vor dem Bossraum und ich habe noch ein Level abbekommen. Aber wir nutzen erstmal unseren Schild, denn wie gesagt, der Boss, der wird nicht ganz einfach sein. Na gut, schauen wir mal, ob wir den hinbekommen. So, einmal. Wir sind immerhin schon mal voll aufgeladen. Ein Vorteil, den wir da Shit genießen. Wollte ich eigentlich sagen, Perplex. Komm schon. Je schneller wir den hinbekommen, umso besser. Oh, Flex. Oh, er kommt näher. Er schießt. Aua. Komm schon, noch einmal treffen. Oh, Gott sei Dank. Oh, wollte schon sagen. Bloß die Dinger dort oben muss ich auch noch irgendwie erwischen. Huhuhu. Schwein gehabt. Ey, der erste hat 50 gebracht und der 200. Naja. Dabei funktionierte er ja etwa genauso wie der erste, mit dem Unterschied, dass er schießen konnte. Ach ja, fast schade um die 400 noch etwas Erfahrungspunkte, aber ich meine, bis zum nächsten Level ab brauchen wir ja auch 200 Erfahrungspunkte. Es ist gar nicht mal so wenig. Und zack, schon haben wir sie und können unsere Waffenfähigkeit erhöhen. Die wird uns auch jetzt sehr entgegenkommen, weil wir haben jetzt eine sehr gefährliche Mission vor uns. Wir müssen den Hammer finden, verflixt, und jetzt haben wir ausgerechnet den hier genommen. Bekommen. Oh, da bringt mir ja sogar Erfahrungspunkte, der Vogel. Boah. Schnell noch mitnehmen. Nein. Böser Vogel. Böser Torok. Mein Gott. Hört auf. Ja, da hat er mir gleich wieder die Erfahrungspunkte geklaut, der letzte. Nein. Nicht schon wieder. Verflixt. Geht weg! Jetzt kann ich mich nicht mehr schießen! Ah, toll. Nichts wie weg hier. Weg, weg, weg. Genau, bevor das nächste Vögelchen kommt. Dann wollen wir Erfahrungspunkte klaut. Nein, diesmal nicht. Ich dulde das nicht. Oh, Gott sei Dank. Hier auf diesen Grasebenen ist mir das ziemlich wurscht. Also zumindest im Augenblick noch. Später wird sich das natürlich auch noch ändern. So, aber wir haben jetzt den Brief für den Riverman bekommen. Und ja, wir gehen wieder hier unten lang, weil es hier unten einfach schöner ist. Und ja, sehen zu, dass wir jetzt auf die andere Seite der Stadt kommen. Denn dort wird uns nochmal ein großes, mehr oder weniger großes, Labyrinth erwarten. Und dort werden auch viele unschöne Gegner auf uns warten. Die sind wahrlich nicht witzig und werden mit der Zeit immer schlimmer. Und das Schlimmste an diesen Gegnern ist immer noch, dass wir ihre Schläge nicht abwehren können. Die Schläge, die sind echt schlimm, sag ich euch. Es gibt nämlich einige Waffen, die wir nicht mit unserem Schild abwehren können. Mit gar keinem Schild. Da hilft nur Ausweichen, hoffentlich erwischt zu werden. Na gut, aber bevor wir hier einen riesen Wind machen, heilen wir uns wieder hübsch. Wenn die Mädels hier draußen rumlaufen, das ist das falsche Mädel. Also mit den Leuten zu reden bringt eigentlich nicht so viel, sag ich jetzt mal. Mal abgesehen davon, dass ich nicht so gut Englisch kann, ist es auch nicht unbedingt wichtig, wenn ich mir mit den Leuten spreche, weil ich weiß ja schon etwa, was uns so erwartet. Und so weiter und so fort. I can give you magic. Komm wieder, jederzeit. Ich kann dir Magie zurückgeben. Ah, und ich soll mitkommen. Ich komme gerne mit. Ich kann regenerieren dein Leben. Deine Leben regenerieren. Also, ihr wisst schon. So, jetzt gehen wir zum Riverman. Du weißt, Baku, in dem kann helfen, your cross. Ja, hab ich doch schon. Was denn noch? Ach ja, ich weiß, was wir machen müssen. Okay. Ich glaube, den Part heute werde ich etwas... Ach nee, doch nicht. Ah, gut. Hat sich doch erledigt. Ich wollte nämlich schon sagen, am Ende muss ich den Part heute etwas kürzer halten, ne? Dass ich gleich wieder von A nach B springen kann und wir sind uns dann, oder hätten uns dann hier irgendwo wieder gesehen im nächsten Part. Aber nein, das wurde uns zum Glück erspart. Gott sei Dank. Na toll, wohin gehen wir jetzt? Links oder rechts? Auf jeden Fall machen wir die hier zur Mina. Nehmen das mit, auch wenn wir es nicht brauchen.
Och nö, so einer wie du auch noch. Die funktionieren ähnlich wie die Ritter. Sind nur etwas schlimmer, da die einen Speer haben, der reicht etwas weiter. Das heißt, wir kommen nicht so, nicht nah an den ran. Aber naja, war ja alles halb so schlimm gewesen. Ja, und sollten wir nicht abkratzen, könnten wir hier sogar noch ein Level-Up erreichen, weil manche dieser Gegner hier geben uns 70 Erfahrungspunkte oder sogar noch mehr. Na gut, jetzt zum Heilen wäre es ein bisschen zu früh. Ach, das Einzige, was wir vielleicht hätten machen können, voilà, wäre vielleicht einen Schild nutzen. Aua, so war das nicht geplant. So, kaputt machen. Das ist übrigens auch ein guter Ort zum Trainieren, aber nur, wenn man sich viel zutraut. Aber, naja, bei mir ist es momentan mäßig mit dem, was ich mir zutraue. Ja, aktivieren den Schild. Ach ja, toll. Dankeschön. Drecksfledermäuse. Ach nee, ich kann ja noch nicht nach oben schlagen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, könnt mich mal kreuzweise. Lasst mich in Ruhe. Ich ahne Schlimmes. Ja, da ist auch schon einer dieser Gegner. Aua. Oh, aber Gott sei Dank brauchen wir nur zwei Schläge, weil der mit seiner Axt, den können wir nämlich nicht so besiegen. Nicht so ohne weiteres. Gut, okay. Hier geht's erstmal nicht weiter. Dann fahren wir mal eine Etage höher. Zum Glück kommen die Gegner nicht wieder. Oh, aber da ist noch so einer. Wow. Besiegt. Schön, schön. Toll. Wer die Wahl hat, hat die Qual. In welche Richtung laufen wir denn jetzt? Laufen einfach mal da lang. Vorhin sind wir dort rausgekommen und jetzt kommen wir hier unten raus. Da läuft das nicht mit rechten Dingen zu. Aber ein was Gutes hat, da die Gegner nicht mehr wiederkommen, brauchen wir auch keine Angst haben, dass wir uns hier irgendwie verlaufen. Wir können uns nämlich als Orientierung nehmen, wo die Gegner alle besiegt sind, brauchen wir auch, wissen wir schon, dass wir dort schon mal gewesen sind. So, diesmal hat sich das gelohnt mit den Aufleveln, also Aufpowern. Nee. Also ich glaube, ich nehme doch lieber den Weg dort unten entlang. Da ist mir doch ein bisschen lieber. Also eine Etage nach unten. Also mir persönlich wäre es schon lieb, wenn wir hier auch alles erkunden, ne? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier vielleicht auch was liegen lassen könnten. Ich glaub's zwar im Grunde nicht, aber ach du Scheiße, man weiß ja manchmal nie. Oh je. Der hat sich festgeklitscht. Oh, das ist normal in dem Spiel. So habe ich den Anschein. Oh Mann, ich habe einen trockenen Hals. Ich sollte vielleicht demnächst mal was trinken. Vielleicht nach dem Part. Hohoho, das war knapp. Oh Mann, ich glaube, hier kommt nichts Gutes auf uns zu. Ich nutze mal den Schildzauber. Ja, da haben wir nämlich jetzt die üblere Version. Da kann nämlich schon mit seinen Äxten Scheiße, Mann, werfen. Und brauch mehr Schläge! Verflixt! Stirb! Fuck, Mann! Oh Gott sei Dank. Verrecke. So, wir nutzen jetzt den Sprungzauberspruch, um hier uppala, nach oben zu kommen. Und den hier noch um. Zack. Da komm schon, Link. Ach, brauche ich immer erst Anlauf. Oh Mann. Gut, okay. Dann nutzen wir den und hoffen, dass wir bald unseren Live-Zauber nutzen können. Genau so. Na, komm schon, Link. Dankeschön, Link. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch so eine Flitzbiebe. Nee, kommt keiner. Das ist sehr schön. Gehen wir weiter. Hm, wir sind jetzt oben im Eck gelaufen. Was wartet hier auf uns? Wieder so ein Axtmännle? Nein, kein Axtmännle. Ach, ich nutze trotzdem mal den Schildzauber. So spaßeshalber. Bleib da! Gib mir Magie. Nein, keine Magie. Dein, der möchte nicht. Nicht du schon wieder. Bleib nur fern mit deiner Axt. Oh, schnell abstechen. Oh, schön. Sowas kann ich gebrauchen. Gut, den Schildzauber hatten wir schon aktiviert. Gut, okay. Machen wir das so. Oh, ich dachte schon, ich war zu früh. Gut, gut. Ah, wir haben es doch bisher ganz gut überstanden. Wir sind kein einziges Mal abgekratzt. Den Schleimklotz noch kaputt machen. Genau, den habe ich jetzt gerade eben wieder erwartet, wollte ich sagen. Wow. Schnell zuhauen, bevor er zuhaut. Zack, den hier. Komm schon. Ja, ich habe schon geahnt, dass du noch einmal kommst. Kollege, Freund Blase. Aua, hat uns erwischt.
Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, gut, gut, gut. Okay, wir sind fast draußen. Dann machen wir noch einmal diesen hier. Nein. Stirb. Oh mein Schattenschildzauber nicht aktiviert. Jetzt wo ich die Fratzen wieder sehe. Jetzt würde er sich lohnen. Wir nutzen den auch besser mal. Schöner wäre das. Ich hasse euch. Mistviecher. Es wird nicht besser, Leute. Es wird im Gegenteil immer schlimmer. Aber die Flasche, die lohnt sich gerade. Wundervoll. Und wir sind draußen. Yay. Nein. Gut, gut. So, und jetzt brauchen wir nämlich gleich wieder den Schildzauber, denn hier kommt gleich wieder so ein Roter angerannt. Genau. Nicht richtig in Erinnerung gehabt. Aua. Schnell, bevor er zuschlägt. Okay, jetzt hängt dort oben auch noch eine Fledermaus. Ich sehe sie genau. Die Sau. Jetzt kommt gleich noch einer, oder? Bäh. Wow. Erwischt. Erwischt, erwischt, erwischt. Wunderschön. Jetzt kommt gleich noch so eine Flitzpiepe. Ich wette darum. Okay. Einmal den Schild aktivieren. Ach nee, Miezekatzen kommen. Es kann trotzdem nicht schaden, den Schild zu aktivieren. Ja. Wie ich sagte. Oho. 200 Erfahrungspunkte. Yay. Komm schon. Kaputt machen. Oh, schön. Nochmal Erfahrungspunkte. Die nehme ich doch gerne mit. Nein? Nicht? Wow, wow, wow. Das war jetzt auch knapp. Manchmal habe ich immer so das Gefühl, dort hinten gibt es noch irgendwas. So, als versteckt, wisst ihr? Ich glaub's bald nicht, dass hier jemand so etwas so fies verstecken wird. Nun gut. Schauen wir weiter. Ich ahne Schlimmes. Ja, ich ahne Schlimmes. Zu Recht. Oh! Die fliegt aber weit, deine blöde Axt. Aua. Ja, erwischt. Schön, schön. Wir haben schon über die Hälfte von unserer aktuellen Erfahrungsmenge gesammelt. So, schön, hüpf, hüpf. Ah, hüpf weg. Das sind Gegner, die können wir nicht so einfach besiegen. Dazu brauchen wir den Schwertstoß nach unten. Ne? Ohne den kommen wir hier nicht weiter. Also zumindest nicht an diesen Gegner. Ich aktiviere lieber mal. Ich ahne Schlimmes. Zu Recht. Aua. Doppel-K.O. Es kommt bestimmt gleich noch ein Roter an, oder? Ja, wie ich nur dachte. Aua. Schießt. Ja, sehr schön. Geschafft! Yay! Aber ich glaube, die Viecher gibt es nicht in Blau. Die gibt es nur in Rot und Orange. Ihr habt den Hammer. Was macht man mit einem Hammer? Na, mit einem Hammer macht man natürlich kaputt. Fliegt eine Obstfliege herum. Oder eine Essfliege. Eine Essigfliege, so wie wir sie auch gerne nennen. Wah. Ausreißen? Oder Fruchtfliege, wie es manche auch sagen. Ich frage mich, wie die hier herkommt. An meinem Laptop. Gibt es bei mir was zu essen? Eigentlich nicht. Wie seltsam. Kommen wir hier hin? Auf jeden Fall nochmal zu so einem Kollegen. Toll. Aber ich glaube, den kann man noch ein bisschen besser ausweichen, dafür, dass der etwas schlimmer ist. Kommen wir nicht raus? Echt nicht? Verflixt. Oh, Erfahrungspunkte. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Aber ein bisschen Lebensenergie wäre nicht schlecht. So, da hätten wir das erstmal abgehakt. Ja, aber was nun? Muss ich jetzt wieder oben raus? Na gut, gehen wir eben oben raus. Wenn die Leute das so wünschen. Aber ich würde mich gerne noch ein bisschen da drin umsehen. Ich hätte nämlich schon gerne noch das Level abgehabt. Ich glaube, da werde ich den Part heute vielleicht sogar etwas überziehen. Mal schauen. Ach, ihr Roten kommt auch wieder, ihr Säcke. Miese Schweine. Schön, schön. Aber zum Glück kommt die nicht wieder. Die hier Axträuber da. Keine Ahnung, wie die hießen. Der hat aber eigentlich einen relativ simplen Namen. Dafür ist der Hammer gut. Ach, eine Magieflasche gab es hier noch. Ja, das hat sich doch gelohnt. Findet ihr nicht auch? Also ich finde, es hat sich gelohnt.
Ich frage mich gerade, ob es hier noch was gab außer dieses. Also ich weiß dort hinten auf dem Friedhof nicht. Ich könnte vielleicht noch mit anbringen, dass den Bereich, den wir gerade eben gesehen haben, Looks Like Link in Form einer Theorie in seinem Let's Play mal gegeben hat. Als er zum 25. Jubiläum die ersten beiden Zelda-Spiele gespielt hat. Und zwar meinte er, das, was wir hier sehen, ist so in etwa der Aufbau, den wir in Zelda 1 gesehen haben. Verflucht! Ach, es kommen nur solche. Na, dann ist er ja sogar fast noch harmloser als der andere. Wow. Hat doch gut geklappt. Dass das hier zu unserer Linken der Friedhof ist, das ist so dieser Waldbereich, hoppala. Und das andere ist halt eben dieses Ödland, dieses Gebirge und alles, was wir so schon noch gesehen haben. Bäh. Böse Spinne. Die Spinnen, die haben mir als Kind immer Angst gemacht, wisst ihr das? Und irgendwie sehen die ja auch unheimlich aus, oder? Ich mochte die Wälder immer nicht. Mit den Moblins, die dort rumgeistern, mit ihrem gruseligen Ausdruck. Und die Spinnen, die mochte ich auch nicht. Vor denen hatte ich immer Angst gehabt als Kind. Aber ich meine, wir haben das Nintendo ja auch schon Ewigkeiten. Oh, Backe. Nicht schon wieder so ein Ort. Uah. Oh, das hätte beinahe ins Auge gehen können. Schnell kaputt machen. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. Den knipsen wir aus. Gott. Abschnitte werden immer weiter. Müssen wir hoffen, dass wir die auch alle immer erwischen. Also, die Abstände, ihr wisst schon. Also, dass wir nicht in die Wäsche springen oder so. Wo kommen wir raus? Oh, wir kommen an einer ganz anderen Stelle raus. Eine unerwartete Stelle. Och, nö. Aua. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ich glaube, ich muss doch nicht nochmal zurück. Ja, ich weiß, ich überziehe den Part gerade, aber vielleicht schaffen wir es ja noch in diesem Part mit einem Level up. Und dann, ja, vielleicht schaffen wir es auch noch bis in die nächste Stadt. Das wäre natürlich auch schön. Oh, ich glaube, hier müssen wir gleich wieder den Schild einsetzen. Ja, genau wegen dem Ding da. Also das Gute ist, er bringt uns viele Erfahrungspunkte. Oh, noch mehr Erfahrungspunkte. 200. Na also, da sind wir doch gleich ein Level weiter. Wundervoll. Die Magie lädt sich auf. Hey, da können wir das nicht ohne weiteres wieder aufrufen, ne? Dieses Dingens da eben. Ja gut, ich würde sagen, wir eilen noch fix in die nächste Stadt hinein. Und ich denke, oh nein, das ist gar nicht gut. Ah, die klauen uns Erfahrungspunkte. Na gut, wir haben eh nicht viel gesammelt. Oh, aber ich bringe auch Erfahrungspunkte. Wie viel bringt denn ihr? 50 für das, was ihr klaut. Zack, boom, kaputt. So, also ich laufe jetzt noch in die nächste Stadt. Und ich glaube, hier müssen wir, ich weiß gar nicht, ob es ja zwei Missionen gab. Ich laufe mal noch fix hier durch die Stadt. Wir laden uns noch auf. Kann ich schaden? Ja, ich weiß Bescheid. Kommt keiner raus? Sprich mit mir! No one is Harry, but a church bell will ring. Eine Kirchenglocke will geläutet werden? Ich weiß, ich glaube, im Kirchturm gab es dann unseren netten Kampfmeister. Genau, dort oben. Das mache ich noch. In diesem Part. Komm schon, Link! Und Aliop! Jawohl! So gefällt uns das. Ein Tisch! Niemand ist da, niemand zu Hause. Ich glaube, das war der Kirchturm mit der Glocke. Und welchen lernen wir jetzt? Ich denke mal den nach unten Stoß. Ja, knie dich hin. Wenn du springst, drücke nach unten für diesen Step. Ich weiß nicht, was Step ausgeschrieben hier ist. Ist, glaube ich, eine Abkürzung. Ich kann dir nicht helfen. Nicht mehr. Da, jetzt können wir den hier machen. Yay! Wuhu! Yay! Ich liebe diesen Schwertstoß. Das ist mir von allen Angriffen der Liebste. Yay! Yay! Na gut, okay, lassen wir den Quatsch. Ich danke euch jedenfalls wieder vielmals fürs Zusehen. Da ist schon wieder so ein Ritter mitten im Keller. Na, egal. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.